Und deswegen legen wir jetzt los. So, Leute. Lass es mal hinlaufen. Ich habe den Questmarker schon mal festgelegt. Beziehungsweise ist er ja automatisch fest. Ich weiß nur, ehrlich gesagt, nicht genau, wie wir da hinkommen sollen. Weil ich mich hier in dieser Stadt ständig, also wirklich immer verlaufe. Immer. Keine Ahnung, warum das so ist. Aber wahrscheinlich, weil sie einfach nur unglaublich unübersichtlich ist, diese Stadt. So. Aber ich denke, wenn wir hier lang laufen, guck mal, hier haben wir für die nicht auch schon irgendwie was gemacht? Ich weiß es nicht. Also wir haben schon mal eine Quest mit ihr gehabt, auch Main Story. Aber ich glaube, eine Nebenquest haben wir mit der auch gehabt, glaube ich. Digga, ich bin beim Halblöck. Alles klar, mach das mal lieber. Weiß aber nicht, wie lange ich noch am Start bin. Ich gebe dir Bescheid. Mach das, Metal K. Viel Spaß beim Lurken und leg die Füße hoch. An deinem epischen Brückentag. Der Mod hat sich gerade verabschiedet, Leute. Wir haben Sturm frei. Nice, wird ja immer besser, der Tag. So, ich glaube, hier war das, ne, oder? Nee, Alter, keine Ahnung. Ich glaube, hier hinten war ich noch nie, Leute. Wer ist das denn? Beim Ausmisten des Dachbodens bin ich auf eine alte Kiste voller Schallplatten gestoßen. Ach, guck mal. Wie wär's? Willst du eine haben? Nehme ich mit. Nehme ich auf jeden Fall mit. Ich glaube, wir sind schon wieder falsch gelaufen, ne? Ich glaube, wir haben uns wieder komplett verlaufen hier, Leute. Wie sieht's denn hier aus? Da geht's aber auch nicht. Warte mal, ich muss noch kurz auf die Map gucken. Ich dachte, Cornetto wohnt da oben hier. Aber der wohnt unten. Ich laufe die ganze Zeit in die falsche Richtung. Ja, moin. Oh, ich, also diese, wie heißt das Ding hier? Wollmarkt. Ich hasse Wollmarkt. Ich hasse diesen Ort. Ich finde super, dass der schön, hübsch, belebt, bunt und sowas ist. Aber irgendwie, das Level-Design, das ist wirklich für, das ist nichts für... Ich wollte gerade sagen, für Frauen, weißt du, weil die keine Karte lesen können. Sagt man so. Stimmt natürlich nicht. Frauen können sehr, sehr gut Karten lesen. Aber ich bin hier auch komplett lost. Ne? Ich bin hier komplett lost. So, das müsste jetzt aber hoffentlich der richtige Weg sein. Ich laufe jetzt mal hier lang. So. Und dann vielleicht mal hier längs und da hinten runter. Auch hier ist der kleine Junge. Okay. Und da vorne ist es. Da wollen wir hin. Da ist dieses große, große, epische Gebäude, wo Don Cornetto wohnt. Angeblich ist Cornetto verschwunden. Es hat noch nicht mal richtig angefangen und Lasse verläuft sich schon. Es ist wirklich so. Diese Stadt ist unglaublich. So, jetzt geht's aber los, Freunde. Jetzt gehen wir da mal rein. Mach mal auf hier die Tür. Abgeschlossen. Wie bitte? Was? Abgeschlossen? Ja, das ist jetzt natürlich, I am Mr. Bear! Grüß dich, unser Codename-Experte. Wie geht's, wie steht's, mein Lieber? Hi! Ja, da kommen wir ja gar nicht rein jetzt, oder was? Ja, das ist jetzt natürlich, Das ist jetzt natürlich richtig mies. Wie kommen wir denn da durch? Vielleicht müssen wir da mit irgendjemandem sprechen. Vielleicht steht hier irgendwo noch einer rum. Wir haben auf jeden Fall eine grüne Quest in 1000 Metern Entfernung. Aber das ist auch die falsche. Ich laufe mal hier außen rum. Ich komme hier irgendwo rein, aber hier ist auch noch ein alter Container. Eieieiei, was machen wir denn jetzt, Leute? Was machen wir denn jetzt? Wie kommen wir denn da hin? Schwierig, schwierig. Hier vielleicht nochmal in die Ecke gucken, da kommst du nicht durch. Der kann doch nicht einfach zu sein. Mr. Bear, grüß dich. Ja, wir versuchen gerade hier... Ach, ich muss halten! Pleiten, Pech und Pannen. Ja, wir versuchen gerade hier die Story weiter voranzutreiben. Jetzt hat es auch geklappt. Ich habe nicht gecheckt, dass ich den Knopf festhalten muss. Ich dachte, es ist abgeschlossen. Mir geht's gut. Es ist Wochenende, Digi. Ich hoffe, bei dir auch. Ist das in Österreich? Hast du auch ganz normales Wochenende, ne? War nur Spaß, weiß ich doch. Ich habe ja da auch mal gearbeitet. In Wien. Am Prater. So. Gehen wir mal rein. Nicht auf den Prater, am Prater. Nicht direkt im Prater. Na, schauen wir mal. Ich bin auch noch nie drüber gelaufen, ehrlich gesagt. Da war so ein kleines Hotel. Motel One war, glaube ich, daneben, neben dem Prater in Wien. Da habe ich mal gewohnt. Halbes Jahr. So Pi mal Daumen. Niemand, ich habe kein... Hier. Oh, irgendwas passiert hier. Ich habe kein Wochenende. Warum nicht, Sauron? Ah, guck mal. Jetzt sind wir wieder hier drin. Wir gehen mal direkt in seinen... Ach, wir müssen unten lang, glaube ich. Warte mal, oder? Lass mal hier vorne durch die Tür schlawinern. Verlängertes Wochenende. Was? Hast du auch Feiertag? Alter. Ein bisschen eifersüchtig bin ich ja schon, ne? Gestern war in Deutschland Feiertag in Süddeutschland. Heilige Drei Könige. Und heute haben viele einen Brückentag genommen. Das ist auch der falsche Weg, ne? Aber hier in Hamburg hast du natürlich... Hast du nur verkackt. Hier in Hamburg gibt es gar nichts. Wer in Hamburg wohnt, der hat halt echt verkackt, ne? So vom Feiertagen her ganz, ganz schlimm. Wer streamt so spät am Freitagabend? Lassi,
Kann es sich heute nicht verzagen, ey. Ohne Scheiße. Ich bin so süchtig nach diesem Spiel. Ich will echt vorankommen in die Story, wenn mich das übel interessiert. Ich hätte nicht gedacht, ich wusste, dass Final Fantasy geil wird. Ne? Final Fantasy ist halt immer, wer so auf dieses Spielprinzip steht, das ist immer nice. Aber dass es so gut aussieht auch, das ist so eine Kombination. Herrlich. Story ist geil. Alles gut. Ihr seid es? Was wollt ihr? Wir suchen einen Weg, um rauf auf die Platte zu kommen. Und dachten uns, Corneo kennt sicher einen. Ich verstehe. Ihr habt Glück. Ich kenne einen. Wirklich? Dann raus damit! Kommt mit. Wer war denn dieser Leslie eigentlich? Hey, Claro ist auch da. Moin, grüß dich. Lassen wir ihn reden. Hast du heute auch noch Feiertag? Nee. Was ist denn hier jetzt los? Meine Damen und Herren, reißt euch zusammen. Master Game King hat den Chat betreten. Grüß dich, hallihallo. Und hallo Claro, wie geht's dir, mein Schöner? Hattest du gestern auch Feiertag? Ich glaube, gestern hatte Feiertag nur Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt, ja? Der Rest und Österreich komplett, ne? Österreich hat ja heute auch Feiertag irgendwie, oder? Ja, moin. Furchtbar. Ich gönn's ja jedem, ne? Aber mir am meisten. Aber ich habe leider keinen Feiertag. Ich habe noch Ferien. Was? Richtig gut. Nice. Sehr schön. Gestern, heute Urlaub genommen. Ah, okay. Also auch Brückentag. Ach so. Ja, weiß ich ja nicht. Keine Ahnung, was ihr da für Feiertage habt, Mensch. Das ist ja... Woher soll ich das wissen? Ich wohne so weit weg, ja. Das sind bestimmt 900 Kilometer oder so sind das bestimmt, oder locker. Einmal um den halben Globus. Master Game King haut noch einen Zap raus. Sag mal, ist das dein erster, Digi? Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön, das ist aber sehr, sehr freundlich. Vielen, vielen Dank. Der erste Sub, Dankeschön. So, wir wollen aber ein bisschen Progress machen. Hamburg ist, Wien ist weit. Ja, ja, das ist richtig weit weg. Hä? Was Oha. Ist das für ein Lach? Aber das geht doch nach unten und nicht nach da oben. Da unten was zu erledigen. Wenn ihr mir bei der Sache helft, sage ich euch, wie er auf die Platte kommt. Hier geht's doch in die Kanalisation. Was willst du da? Dort ist ein Versteck von Corneo. Ah, wir haben da den Schlüssel, Leute. Du willst uns doch nicht etwa in eine Falle locken. Wir haben den Schlüssel zum Versteck. Nicht vertrauen. Dann suche ich mir woanders Hilfe. Aber ihr könnt meine Hilfe dann auch vergessen. Okay. Helfen wir ihm. Und wenn er lügt? Töten wir ihn. Klar. Alles klar, Master Game King, mach's gut. Soll mir recht sein. Also gut. Die Details erkläre ich euch unten. Laro, du musst mir irgendwann mal schreiben, privat, was du da so machst in deiner Selbstständigkeit. Das hört sich ja immer so abenteuerlich an da bei dir. Ist ja furchtbar. Bin ja ein bisschen neugierig, weißt du ja, ne? Ja, jetzt sollen wir hier mit ihm in den Bunker. Wir waren da ja schon mal drin, ne? Das ist ja die Falltür. Und da sind wir beim letzten Mal reingefallen. Also wortwörtlich. Und auch im übertragenen Sinne, denn wir standen da rum und dann hat der Don Cornetto hier einfach die Falltür aufgemacht. Kommt man da jetzt rein? Muss ich mit ihm reden nochmal? Seid ihr soweit? Ja. Los geht's. Gut. Okay. Dann runter. Was ist das für ein Loch? Eine Falltür für ungewollten Besuch. Wie? Da kommt keiner lebend wieder raus. Naja, ich bin da lebend rausgekommen. Zumindest war das bislang so. Ich hab's geschafft. Ich bin rausgekommen, Lieben, tatsächlich. Gott sei Dank, herrlich. Also bist du quasi Steuerfachangestellte, Claro. Ist das richtig? Habe ich das jetzt so richtig mitgekriegt? Im Freelancer-Modus? Kanalisation. Und du sagst uns danach, wie wir raufkommen, ja? Solange ihr euren Job macht? Also ich trau dir noch nicht, Freundchen. Ich trau dem auch keinen Meter über den Weg, ganz ehrlich, eine Leute. Eine falsche Bewegung und das knallt, klar? Dann durchlöcher ich dich wie ein verdammtes Sieb.
Teile dir deine Munition besser gut ein. Hier gibt's gefährliche Kreaturen. Alleine würde ich hier nicht rauskommen. Doch mit euch wird das ein Kinderspiel. Bringen wir es hinter uns. Wir gehen zum großen Kanal an der Grenze zu Sektor 7. Ihr geht vor. Ich folge euch mit etwas Abstand. Mich nicht! Sehr gut. Ich wollte nur mal testen, ob das funktioniert. Hallo Valerie, grüß dich. Moin. Schön, dass du eingeschaltet hast. Okay, es geht los. Ich habe mich nur darüber gerade geärgert, dass ich den Weg nicht gefunden habe, aber ich habe ihn doch noch bekommen. Ein Saha-Gen. Was soll das sein? Wir müssen gleich mal analysieren. Der sieht sehr, sehr merkwürdig aus. Oh Gott, wir müssen den mal fokussen. Ah, ich habe mir schon gedacht, dass er so tolle Sprungangriffe kann. Ich gucke mir den mal an. Was ist das für ein Typ? Auf Nummer sicher. Schauen wir mal. Wirksam ist Feuer. Feuer- und Eiselementar-Magie-Attacken führen schnell die Schockleiste. Okay. Oh, der macht aber ganz schön Damage hier. Der kleine Moppel hier. Warte mal, müssen wir kurz weg. Ja, hau ab. So, dann machen wir mal ein bisschen Eis drauf. Mal sehen. Und nee, Feuer wollten wir machen, ne? Mal sehen, wie er es verträgt. Aber er ist auch schon fast tot. Er ist jetzt, ja, weg ist er. Okay, alles klar. Aber wir haben trotzdem viel gelitten irgendwie. Ich dachte gerade so, als ob er jetzt konzentriert ist und mit sich selbst redet, gemutet oder was, um Gottes Willen. So. Dann sind wir hier auf der Seite. Genau, hier vorne haben wir ein Bettchen. Das nutzen wir auch. Wir werden uns einmal hinlegen. Beziehungsweise in der Parkbank. Einmal kurz ausruhen. Endlich voller Spielgenuss. Hey! Wer ist sie? Hallihallo. So. Und jetzt gehen wir hier längs. Das müsste eigentlich der richtige Weg sein. Eigentlich müsste das auch eingezeichnet sein. Die Schatzkammer. Da vorne ist sie. Guck mal. So, das heißt, wir gehen jetzt hier runter, dann da lang. Also wir folgen einfach irgendwie diesen schwubbeligen Weg. So, da haben wir schon wieder ein paar tolle Viechers, die wir besiegen dürfen. Nach unten ist keine Option, ne? Nee, da ist nichts. Okay, da hinten ist der Typ, der gegen Feuer so allergisch ist. Und hier haben wir irgendwie so ein fliegendes... Ein fliegenden, keine Ahnung, was das ist. So, ich muss los. Mach's gut, Metal Car. Schön, dass du da warst. Geilen Tag auch für dich. So. Ach, die machen diese komischen, hässlichen Blasen. Okay, pass mal auf. So, wir machen jetzt Magie. Feuer auf... Den da nämlich. Der ist unter Schock, das heißt, den können wir schön bearbeiten. Und hoffentlich auch aus dem Weg räumen. Das wird uns wach bleiben. Ja, gut. Der schläfert uns also ein. Boah, der hat aber. Ich sehe zwar nichts, aber der scheint gut Power zu haben. In seiner neuen Waffe. Und wir müssen uns auf jeden Fall irgendwie mal heilen kurz. Hey, Jacob. Moin, grüß dich, Jakob. Was geht ab? Oha. Ein Krebsling. Oh, oh, oh. Ein paar Ratten ist kein Problem. Krebse. Ja, wir versuchen es mal mit Eis. Oh, da sind aber viele. Oha. Da sind aber viele Krebse. Wir machen trotzdem mal. Wir machen Eis. Nicht auf die Ratten, sondern auf die euren Krabben.
Okay, der ist auf jeden Fall unter Schock und down. Alter, wir haben einfach alles aus dem Weg geräumt mit unserer Eisattacke. Richtig nice. Okay. Da ist wieder so ein Typ, der braucht wieder eine Feuerladung. Na klar, was denkst du? Junge, also wenn der piekst, das ist ja, da wächst ja kein Gras mehr, ne? Wir machen trotzdem mal Eis, weil wir hier zwei Krabben haben und der andere Eis eigentlich auch nicht so gerne mag. Und die stehen alle so schön beieinander, weißt du? So. Ah fuck, jetzt ist der eine Typ weggesprungen. Jetzt ist der eine Typ weggesprungen. Oh, der macht gerade irgendwas Böses. Machen wir mal Feuer drauf. Oh, mach doch! Macht der da noch Feuer drauf? Wo ist er denn? Hat hier irgendwelche Frösche beschworen? Bin ich... Ist Cloud ein Frosch? Ich glaube, Cloud ist ein Frosch geworden. Ja, Cloud hat sich als Frosch verwandelt. Ey, das ist ja eine miese Masche. Bei mir gibt es gleich Ramen, Alter. Ich liebe Ramen, ne? Das ist so lecker. Ein richtig großer, schöner Nudeltopf. Ich esse auch gerade schön chinesisch. Alter, habt ihr euch abgesprochen oder was? Ah, das, warte mal, das war die falsche Richtung. Da dürfen wir nicht hin. Wir müssen Richtung Norden. Hier ist aber zu. Ich gucke nochmal ganz kurz auf die Map. Warum ist denn hier zu? Kann ich da trotzdem irgendwie hoch? Nee. Tja, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, ne? Müssen wir doch hier lang. Aber auch da gibt es keine Verbindung zu unserem Ziel. Hier wird sich wahrscheinlich irgendwas noch ergeben, denke ich mal. Wir latschen mal weiter. Ach, guck mal. Hier ist offen die Tür. War die beim letzten Mal auch offen? Und hier geht's hoch. Ich weiß nicht, ob wir richtig sind. Ich glaube aber ja. Ich glaube ja. Was sagt die Map? Die Map sagt, Ziel voraus. Gut. Laufen wir da auch hoch. Gerade erst mitbekommen. Gerade erst heimgekommen, nach einem Besuch im Krankenhaus. Oh, ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Warst du selbst im Krankenhaus oder hast du jemanden... Ach, du hast jemanden besucht. Okay. Ja, 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 dann gute Besserung für deinen Angehörigen oder Freund oder wem auch immer. Hoffe, es ist nicht allzu Schlimmes passiert. Little Hope und hallo Banana. Ich habe festgestellt, die Notaufnahme hat nun WLAN. Warst du selbst im Krankenhaus oder was? Was ist los, Little Hope? Kurz und schmerzlos. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, da machen wir auf jeden Fall mal wieder Eis. So. Es wird kalt. Wir werden, glaube ich, alle sterben dann. Weiter geht's. Wir sehen nichts. Okay, alle schon tot. Sehr gut. Also dieses Eisrad ist natürlich krass. So, dann hier runter. Und nein, ich war es. Wie, du warst es? Du warst im Krankenhaus, du bist krank. Was, du hast dich verletzt, du warst in der Notaufnahme. Was ist passiert? Willst du schreiben oder willst du lieber für dich behalten? Ich hatte eine Prügelei mit meinem Kühlschrank. Hä, wie? Wer hat gewonnen? Little Hope. Warum steht hier noch eine Kiste rum? Haben wir die beim letzten Mal nicht mitgenommen? Meine Ma ist gerade aus dem Krankenhaus rausgekommen. Oh, das ist gut, Sauron. Ich hoffe, es geht ihr gut. Alle gerade im Krankenhaus, ne? Was ist los? Das ist wahrscheinlich der Winter oder so. Kühlschrank trägt jetzt einen Verband. Was ist denn los, Little Hope? Komm, schreib doch mal. Wie kann man sich denn mit dem Kühlschrank prügeln? Was hast du gemacht? Ihr liebt ja die merkwürdigsten Stories hier auf Twitch. Tschüss. Das läuft doch ziemlich gut. Das haben wir auch gemacht. Schlecht. Da ist ein großes Tor. Ich gehe erstmal hier hoch. Genau, da ist ein Hebel, hier ist eine Tür. Dahinter ist... Ja, da können wir so rüber, glaube ich, oder? Da ist zu. Da darf nicht zu sein. Moment mal. Muss ich vielleicht doch den Hebel ziehen? Ah, da ist offen. Da sind wir doch reingekommen, glaube ich, gerade, oder? Ich glaube, wir müssen hier lang. Mir gerade nicht sicher, ich habe die Orientierung verloren, aber hier ist ein Hund. Von Avalanche. Guck mal. Hier muss Jesse mit Bits den Generalschlüssel versteckt haben. Und wir konnten den beiden gar nicht für die Hilfe danken. Tifa. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich unterbreche eure Unterhaltung nur ungern, aber auf der anderen Seite ist der Kanal, zu dem wir wollen. Wissen wir doch. Also, Little Hope, darf ich das einmal zusammenfassen? Du wolltest dir irgendwas aus dem Kühlschrank holen, es war nichts mehr da. Dann hast du auf den Kühlschrank eingeprügelt und hast dir dabei die Hand gebrochen, oder was ist da los? Willkommen im
Untergrund. Hier lang. In der Nähe ist ein Privatdurchgang. So, wir folgen ihm mal. Ich wollte was auffangen. Kühlschrank war im Weg und mit kleinen Finger gegen Kühlschrank. Dachte, er wäre gebrochen, blau und dick und Schmerzen. Aber ist aber nicht nur eine Einblutung ins Gelenk. Ah, okay. Hier war aber du machst Sachen. Noch nicht auf. Gibt's doch gar nicht. Ihr geht vor und sichert den Weg. Gute Besserung schon für deinen kleinen Finger. Darf ich was fragen? Warum hast du uns damals bei der Brautschau geholfen? Weil Anjan mich darum gebeten hatte. Mehr nicht? Ich weiß genau, wann ich mich besser zu fügen habe. Wie? Los, jetzt macht endlich. Okay. Alles klar. Vor allen Dingen jetzt los, macht endlich. Weißt du, wir müssen hier alles aus dem Weg räumen. Hier ist zu. Wie sieht's denn eigentlich aus mit uns? Alter, wir sind alle fast tot. Okay, wir müssen auf jeden Fall gleich mal healen, wenn wir hier fighten. Ich nehme mal gleich tiefer am besten. Das ist nämlich unsere kleine Heilerin hier in der Runde. Wo ist sie denn? Alter, boah, wir kriegen nur aufs Maul gerade. Oh. Komm, ich bräuchte mal irgendwie so ein bisschen ATB. So, was haben wir hier? Haben wir nicht eine Fähigkeit? Gebet. Gebet wäre geil, ne? ATP aller Gruppenmitglieder. Das brauchen wir. Wir sparen noch ein bisschen. Ich hoffe, wir sterben nicht vorher. Jetzt haben wir. So, jetzt heilen wir uns einmal. Alle. Ach, das heilt uns gar nicht komplett. Ja, das ist ja Verarsche. Ja, das ist ja eine Verarsche. Ja gut, dann. Eis drauf, machen wir hier kurz einen Prozess. So, da haben wir sie alle. Eieiei, aber ey, komm. Wir haben auf jeden Fall mehr Leben als eben gerade. Da ist der Dude wieder. Ja, mach mal die Tür auf, Junge. Soll ich reingehen? Warte. Scheiße. Was denn? Wie warte? Wir erreichen gleich Corneos Versteck. Ab hier gehe ich voraus. Okay. Oh, eine Parkbank. Sehr gut. Leute, safe gibt es jetzt einen Fight. Es gibt jetzt safe einen Fight. Haben wir noch einen Mod da? Ist ein Mod anwesend? Falls jetzt ein Fight kommt, würde ich gerne eine Wette einleiten. Ob wir den schaffen beim ersten Mal oder nicht, ist sehr gering, dass wir den beim ersten Mal schaffen. Denn ich weiß ja noch nicht, wie der Boss tickt. Ne? Wahrscheinlich werden wir verlieren. Ich gehe mal kurz einkaufen. Was haben wir hier Schönes? Megatränke. Hoho, drei im Angebot. Die nehmen wir mit. Ether haben wir zwei im Angebot. Die kaufen wir auch. Und Phönixfedern haben wir zwei im Angebot. Die nehmen wir auch mit. Hallo Pipo. Wenn ist sie nur am Handy. Ah, schade. Und die CD kaufen wir auch. Pipo, wie geht's, mein Lieber? Grüß dich. Herzlich willkommen. Es folgt jetzt ein Bosskampf wahrscheinlich. Ich muss jetzt gleich mich wieder ordentlich konzentrieren. Ja. Jetzt sag uns, wie wir raufkommen. Er ist drin. Soll das heißen, wir sollen mitkommen? Ist drin? Tut mir leid. Aber ich brauche euch noch ein bisschen. Ist das Cornetto? Der sieht genauso aus. Also so ein bisschen. Der klaut irgendwas. Verdammt! Halt! Hinterher! Aber... Er hat den Schlüssel. Ohne ihn sitzen wir fest. Los! Ja, Pipo, Digga, ist überhaupt gar kein Problem. Du kannst jederzeit auf YouTube gucken. Da habe ich alle Folgen hochgeladen, mein Liebling. Gerne Like da lassen, immer fleißig kommentieren und die Videos immer ganz bis zu Ende gucken. Viewtime ist wichtig auf YouTube. Es ist da vorne abgebogen. Mist! Beeilung! Also dieses komische Vieh. Ich bin bereit, hier unten spannend. Flüchtet jetzt mit der Kohle oder was auch immer drin war. Wir müssen da hin. Wir müssen hinterher. Hier waren Wehrratten. Oh, Container. Den duten wir natürlich nochmal. Giftmüll haben wir gefunden zweimal. Alles klar. Oh boy. Schnappt es euch. Das ist natürlich heftig. Was war das Feuer? Gegen Feuer waren die allergisch. Oh, jo, 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 jo. Mein Einsatz. Ja, machen wir mal Feuer drauf. Oh nein. So, Feuer. Großes Feuer. Auf den. Feuer frei. Volle Kraft. Okay, der eine Dude ist schon mal gestoppt. Das ist gut. Zwei sind down. Einer ist noch da. Nicht mit mir. Ja. Ich hoffe, der zerfetzt uns jetzt nicht. Wir machen noch mehr Feuer drauf. Warte mal. Wir gehen jetzt erstmal zu Tifa.
Tiefer ist halt auch. Ich soll mich mal heilen. So, Tiefer kann uns jetzt heilen. Analyse schwer. Ach, das ist Cloud. Ich will Tiefer haben. Aber ich kann das immer noch nicht heilen. Das ist natürlich doof. Wo ist Tiefer? Vergiss es. Nein, ich bin ein Frosch. Warum bin ich ein Frosch? Alle sind Frösche. Ach du Scheiße. Ja, das ist schlecht, ne? Das ist natürlich... Ich hab was gegen Froschheit. So. Ich hab natürlich was eingepackt, dass ich mich wieder heilen kann, aber das ist natürlich krass. Ich bin schon wieder ein Frosch. Jetzt erst recht. Hier nicht weiter. Warum verwandeln mich die denn die ganze Zeit? Eieieiei. Vor allem den Froschtrank gerade verballert. Das hätte ich gar nicht gebraucht. Okay. So, da müssen wir aber mal mit Gegenständen irgendwie gegen heilen hier. So, Tiefer kriegt Heilung. Das könnte ein bisschen dauern. Sind alle angeschlagen. Beziehungsweise könnte ich vielleicht nochmal zurück zur Parkbank. War die weit weg? Da vorne. Weißt du was? Solche Gegner werden wahrscheinlich nicht kommen. Ich laufe nochmal kurz zurück, bevor ich die ganzen Getränke verballer. Wir werden uns nochmal auf die Parkbank setzen, wie so ein kleiner Heckenpenner. Und nochmal ein Stündchen schlafen. Da bin ich ja eiskalt, ne? Bin ja eiskalt. So, ab ins Bettchen. Ach, hier sind noch Büsten. Beim letzten Mal gar nicht gesehen. Sehr schön. So, rufen wir uns nochmal aus. Und jetzt geht's wieder in aller Frische wieder los. Vor allem geht es mir darum, dass halt auch die MP-Punkte, die Magie-Punkte, dass die wieder aufgefüllt sind, weil Ether ist halt richtig teuer. Alter Bankpenner, so sieht's aus. Da ist auch Ron. Besser eine Bank unterm Arsch als das Dach über dem Kopf, sage ich immer, ne? So, was haben wir hier? Wo hat sich das Viech noch verkrochen? Ja, das, oben. Hat die Sache verkompliziert. Das Viech ist auf jeden Fall hochgelaufen. Da müssen wir jetzt nochmal hin. Hallo Lynax, moin! Grüß dich. Hier haben sich diese Biester ihr Nest gebaut. Alter! Sie könnten jederzeit irgendwo rausspringen. Biester, das scheinen relativ viele zu sein. Rechts ist er lang gelaufen. Ich laufe erstmal links lang, so instinktiv. Erstmal gucken, ob wir was einsammeln können. Die Kisten waren aber leer. Das ist natürlich doof. Da könnten wir drunter kriechen. Ich will erstmal hier so ein bisschen. Weißt du, hier zum Beispiel. Hier ist eine Kiste. Was ist das für Glipperzeug an der Wand? Ich hatte 2 Tage lang keinen Strom. Was ist denn los bei euch? Die eine verprügelt den Kühlschrank, bricht sich dabei fast einen kleinen Finger. Und du hattest keinen Strom? Wo wohnst du? Schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen zurück. Was war? Warum hattest du keinen Strom? Das ist krass. Ah, da ist dieses Vieh. Analyse auf jeden Fall erstmal. Bin mal so frei. So, Feuer mag es nicht. Sämtliche Angriffe füllen seine Schockleiste nur langsam. Ein junges Arco, Don Corneos geliebten Haustier, gemeinsam mit seinen Geschwistern greift es alle Lebewesen an, die in der Kanalisation landen. Okay, alles klar. Versuchen wir es platt zu machen. Vielleicht ohne Feuer zu verschwenden, ohne Magie zu verschwenden. Es scheint sehr schwach zu sein, aber ich glaube, es kann uns in Frösche verwandeln. Deswegen... müssen wir vielleicht doch ein bisschen vorsichtig sein. Hier sind noch ein paar Kisten. Jungfernkuss, das ist das Heilmittel gegen Frosch. Gegen Frosch sein. Ach, in Österreich. Sag mal, I am Mr. Bear, da kommt auch von... Über die Feiertage hattest du keinen Strom. Ey, das ist richtig bad. Na, guck mal, da ist er doch. Oh, ist er nicht niedlich? Oh. Ist schon ein hübsches Haustier, ne? Muss man schon sagen. Ah, der flüchtet eh. Wir kämpfen erstmal gegen die hier. So, Feuer mögen die nicht. So, deswegen gibt es jetzt natürlich auch Feuer. Was ist denn das? Ein Blugo? Haben wir den auch schon untersucht eigentlich? Warte mal. Blugo. Nur kein Übermut. Blugo. Blitz ist ganz gut und Wind. Okay, alles klar. Okay, der ist schon down. Ah, der hat doch eine heftige Attacke. Muss man ein bisschen aufpassen. Ich mach mal lieber Feuer drauf. Oh. Alter, der hält aber viel aus, ne? Der ist ja noch nicht mal unter Schock, der Dude. Der Feind ist geschwächt. Ich zähle auf dich. Oh, okay, Barrett ist verlassen.
So. Naja, der ist jetzt natürlich hier wieder im Fight-Modus. Dann nehmen wir... Ich leg los. Tifa soll mal heilen jetzt hier, das reicht mir langsam. So, ja, hier ein bisschen Barret mal ein bisschen auffüllen. So, und du machst mal wieder Feuer. Der ist ja fast tot. Ah, kleines Feuerchen hätte auch gereicht. Jetzt haben wir viele Punkte verschwendet, schade. Ah ja. Okay, jetzt haben wir hier auch gekämpft. Und wir haben sogar was gefunden, der Kampf hat sich gelohnt. Wir sind nicht umsonst in diese Sackgasse gelaufen. Ich bin zum PC gewechselt, soll ich Prediction machen? Noch nicht, Vanity. Erst wenn wir beim Bossfight sind, der wird wahrscheinlich nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Oh, Toxin. Gift haben wir gefunden. Ja, das können wir gut verkaufen, glaube ich. So, hier ist das Monsterchen. So. Bin gespannt. Jetzt ist es hochgelaufen, da kommen wir nicht hin. Aber hier ist eine Tür zum Glück. Okay, hier sind relativ viele... 3 Stück ist aber immer noch kein Bossfight, oder? Weiß nicht. Alles geben. Das kann ich gut. Genug. Und tschüss. So, jetzt kommt aber Feuer. Ach, der andere Dude ist auch da. Der ist immer im Frosch verwandelt. Also der muss erstmal als allererstes weg hier. Das war's. Der muss erstmal als allererstes weggeholt werden, der Dude. Ja. Ist der falsche Kumpel. Ich glaube, der ist down. Nicht übertreiben. So, nimm mal Tifa lieber. Die soll hier nochmal ein bisschen rumheilen am besten. Vita. Die große Vita. Auf Cloud. Immer vorsichtig bleiben. Viel Erfolg. Jetzt erst recht. So, und du machst deinen Feuerzauber wieder hier. Ich weiß gar nicht, wie die Viecher aussehen. Haben die noch viel Energie? Hier, der hat wenig. Dann machen wir mal klein. Feuer. Jetzt wirst du frittiert. Das hat gereicht. Und dann kriegt er auch noch einen kleinen drauf. Könnte auch reichen. Okay, alles klar. Nice.